Bill Murray. Nein. Oh, was ist das denn? Ich frag mich, was da drin ist. Ich sollte später nochmal zurückkommen. Ich schreibe mir das auf. Nuggetbrücke. Und das ist eine Art Höhle oder sowas, ein Höhleneingang. Notiert. Ach, hier ist eins, guck mal. So, und jetzt kann man nachgucken, ob sie auch wirklich auftaucht. Nein, es taucht nicht auf. Granite Cave, Route 203, Breezy Path. Granite Cave, Route 7. Wo ist Route 7? Wir sind Route 24. Wo ist Route 7? Kann man sich die Routen gar nicht mehr anzeigen lassen? Und der zeigt gar nicht mehr an, welche Route wo ist. Normalerweise konnte man das sehen. Ha! Route 7. Kann man das irgendwie auf der Karte anzeigen lassen? Nee. Ich kann ja nichts anklicken. Oh, hier gibt es sogar noch mehr. Route 25. Wir sind Route 24. Route 25 muss hier in der Nähe sein. Route 5. Route 6, Route 7 ist merkwürdig irgendwie. Wo sind wir? Da. Das ist Route 25. Also hier gibt es ein Abra irgendwo. Ja, Tatsache. Hier gibt es irgendwo Abra. Wahrscheinlich in dem Gras dort. Ich trainiere meinen Abra, um Seismic Toss zu meistern. Aber Seismic Toss macht doch nur Schaden auf dem Level basierend. Ist ja lächerlich. Kämpferherz. Das ist ein schöner Name, finde ich, oder? Kämpferherz. Ein guter deutscher Name. Du willst Bill treffen? Ha! Erst kämpfen wir. Wahrscheinlich das Glutext, oder? Ich habe noch keinen richtigen Konter für Kampf-Pokémon. Ein Flug-Pokémon wäre nicht schlecht. Aber... mir fällt gerade auf. Ja, nee, mein Glurak wird mal ein Flug-Pokémon. Das wird das einzige sein. Weil... ja. Georock, Giflor, Pikachu oder Raichu, Glurak, Quapso, nee, Quapso und dann Simsala oder Gengar. Ja, Glurak wird's dann sein. Hat sich gereicht. Glück gehabt, dass er nicht angegriffen hat. Oh shit, oh shit. Ich wechsle mal.
ganz schön rein da. Haut ganz schön rein. Pikachu mit einem Ruckzuck-Hieb? Nee, ne? Das wird gar nicht durchkommen. Autsch! Ja, Autsch, das hat weh. Ja, das ist das Problem. Ich versuche ja, Georock und Pikachu noch so ein bisschen zu leveln. Die sind noch unterlevelt. Das macht gerade ein bisschen anstrengend. Ja, du bist ja einer. Picknicker Kelsey. Hi, mein Freund ist so cool. My Conditionings? Was? Meine Konditionierung? Verstehe ich nicht. Conditioning ist doch, wenn man jemanden trainiert oder sowas, ne? Verstehe ich das gerade falsch? Also Condition ist mein Zustand, ne? Also mir geht's heute gut, ne? Meine Condition ist gut. Aber mein Conditioning ist doch, wenn man jemanden was beibringt, so, keine Ahnung, gibst jemand ein Stück Schokolade und dann macht er was Gutes für dich. Also so, oder nee, jemand benimmt sich gut, du gibst ein Stück Schokolade als Belohnung. Weißt du, das ist hier Konditionierung. Verstehe ich das gerade falsch? Myself, kannst du das mal erklären? Ich brauche meinen Übersetzer, Myself. Nee, nicht Conditioner, Conditioning. Hallo, husten Sie mal. Mensch, dich habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Alles fit bei dir? Wo sind deine Vogelstreams? Ich habe da jetzt mal mehrfach versucht reinzugucken und nichts gesehen. Hast du technische Schwierigkeiten oder bist du im Urlaub oder was ist da los? Alter, warum bin ich schon wieder fast tot? Die Viecher machen so einen Schaden. Krass. Ich muss gleich mal heilen gehen. Das ist ja krass, ey. Oh, Gott sei Dank, daneben. Haha. Mein Pikachu triffst du nicht. Geodude, nicht schlecht. Ich würde sagen, ich mache einfach ein bisschen Schaden und dann, wenn Pikachu stirbt, setze ich vielleicht Glurak ein oder so. Mal gucken, vielleicht kriege ich den auch so da. Nee, sieht nicht so gut aus. Die Cam hat noch Urlaub, du aber nicht mehr. Warum hat die Cam Urlaub? Wo soll ich mir am Morgen Vögel angucken, ja? Oh shit. Alter, was ist hier los? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr leveln gehen. Ich laufe gleich mal zurück zum Pokémon Center. Was? If only my boyfriend was as good as you? Wenn mein Freund nur so gut wäre wie du. Die steht auf uns, die Zuckerschnecke. Du kannst dir auch mal ein paar Nüsse vor dein Fenster legen, das klappt ganz fix. Nee, ich will keine Vögel vor meinem Fenster haben. Das ist nervig.
Ich gucke mir lieber deinen Stream an und da kann ich ein paar Vögel beobachten, das reicht mir. Ich hatte eigentlich mal vor, mir vielleicht eine Maus zu kaufen. So ein kleines Mäuschen als Haustier. Und dann vormittags einfach Kamera anmachen auf den Käfig, wenn ich am Arbeiten bin. Und nachmittags streame ich dann halt meine Spiele. Aber nein. Ich hab eigentlich keine Zeit für ein Haustier. Das arme Tier wäre dann... würde nicht genug Zuneigung bekommen. Wäre, glaube ich, nicht fair. Einfach nur für Streaming ein Tier zu kaufen, ist auch assi. Gibt ja Leute, die machen sowas. Einfach nur für Social Media einen Hund oder eine Katze kaufen und dann haufenweise Videos drehen und die dazu zwingen, irgendwelche Tricks zu lernen, damit es dann ein lustiges oder cooles Video ergibt und sowas. Finde ich assi, sowas. Würde ich nicht machen. Urfaust. Das ist der ursprüngliche Faust, ja? Hat der Mephistopheles dabei? Örtliche Trainer kommen hierher zum Üben. Warum nicht? Das örtliche ohne Ö fehlt dir was. Ich glaube, Pikachu schafft das noch nicht. Deshalb wechsle ich mal. Hyperfang. Giga Drain. Wenn du Hyper bist, dann bin ich Giga. So läuft das. Noch eins. Ratatatatata. Alle Pokémon haben Schwächen, selbst die stärksten von ihnen. Deshalb ist es am besten, Pokémon von verschiedenen Typen aufzuziehen. Genau, ne? Wir haben einmal Elektro, einmal Pflanze Gift, einmal Steinboden, einmal Feuerflug. Ich weiß gar nicht, wird Quappo Kampf? Wird der Wasserkampf oder ist der bloß Wasser? Weiß ich gerade nicht genau. Und jetzt werden wir uns wahrscheinlich gleich einen Abra dazu kaufen. Fangen. Der Hustensemmer sagt, ist ja auch nicht nur das Kümmern um die Tiere, man muss ja auch jeden Urlaub und sonstige Pläne anders koordinieren. Ohne Haustier ist sowas viel einfacher. Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich finde das gar nicht toll, wenn Leute sich ein Haustier zulegen, weil sie es süß und knuddelig finden und dann aber das Tier im Stich lassen, wenn sie in Urlaub gehen. Also wenn man es irgendwie bei Verwandtschaft oder beim Nachbarn abgeben kann für eine Woche, ist ja okay. Aber es gibt ja Leute, die setzen das dann aus oder bringen das zum Tierheim oder irgendwie sowas. Das ist assi. Was ist das für ein Geruch? Irgendwas stimmt definitiv nicht mit diesem Honigbaum. Ich sollte ein andermal wiederkommen. Okay. Ich glaube, da muss man Honig drauf schmieren, oder? Wanderer Franklin. Ich bin gerade vom Mondberg abgestiegen. Aber ich habe immer noch etwas Gas im Tank. Was? Oh, ein Bronzor. Das ist Stahl. Wer furzt hier? Wer hat gepupst? Wer hat gepupst? Riechst du das auch oder hast du gepupst? Gasoline. Nein, Gas. Naturgas. Ist doch logisch.
Erdgas. Was kommt als nächstes? Ein Onyx. Polyref wird kein Kampf. Schade. Es sieht aus wie ein Kampf-Pokémon. Es hat diese fetten Handschuhe, ne? Es sieht aus, als wäre es ready to fight. Ready to rumble. Deshalb dachte ich, es wäre eventuell Wasserkampf. Aber naja, gut. Ist okay. Wir können ihnen dann wahrscheinlich einen Haufen dieser Elementarschläge beibringen. So was wie Donnerschlag, Feuerschlag, Eisschlag und dazu dann halt ein Surfer oder sowas. Ich denke, das gibt eine gute Kombi. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich versuch's mal mit Geodude. Eventuell könnte der jetzt ein paar Level bekommen. Mit einer schönen Magnitude. Oh. Ja. 7723. Ja, yeah, Baby. So levelt man. Du hast hart gearbeitet. Smackdown. Ja, das ist gut gegen fliegende Pokémon, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die dadurch extra Schaden bekommen, aber ich glaube, die verlieren ihren Fliegenstatus oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ich denke, wir können Rock Polish entfernen, ja. Rollout ist 30er. Rock Throw ist 50, aber das Ding hat 100 Accuracy. Ist eigentlich besser als Rock Throw. Wir machen trotzdem erstmal Polish weg. Weg mit den Polen! Die klauen bloß unsere Autos. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Wir sind hier auf Route 25, richtig? Tag und Nacht kommt es. Ach doch, jetzt gibt es doch die Morgenstunden, sehe ich gerade. Ich habe das vor uns irgendwie nicht ganz gerafft. Es gibt Tag, es gibt Nacht und dann gibt es halt die frühen Morgenstunden. Aber es spawnt zum Glück zu allen drei Tageszeiten. Dann brauchen wir bloß ein bisschen Glück, mehr nicht. Holen wir uns ein Abra. Die Frage, haben wir irgendwas dabei, was ihn vom Wegrennen aufhalten könnte? Eigentlich nicht, ne? Das Einzige, was wir machen können, ist einen Pokéball werfen und beten. Oder eine Elektroattacke und hoffen, dass Static ihn festhält. Oh, das Sleep Powder ist auch eine Option. Ich glaube, wir packen Gloom nach vorne. Und wenn ein Abra auftaucht, dann beten wir, dass Sleep Powder funktioniert. So machen wir das. Okay, gerade kam Werbung für Altersvorsorge. Öfter mal was Neues. Also, wahrscheinlich hat der Algorithmus mein Gesicht gesehen und sich gedacht, ja, bei dem alten Sack, da spielen wir Werbung für Altersvorsorge. Die Zuschauer sind doch wahrscheinlich auch alt. Guckt mal, der spielt Pokémon, erste Generation. Das ist über 20 Jahre alt. So ein alter Zack. Nee, wann war denn das? Erstes Spiel ist 97, oder? 96? Also es sind noch nicht ganz 20 Jahre. Nee, doch. Wir sind schon drüber. Wir sind schon drüber! Es sind schon 25 Jahre fast. Mathe! Mathe!
Hallo Sumatan. Wir reden gerade über Altersvorsorge. Gut, dass du auftauchst. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Habe ich eine Zeit, habe ich eine Sekunde Zeit für Discord? Ich kann reingucken nebenbei, ja. Ja. Wegen Tap Titans, ne? Ich würde sagen, wir werden den Torso nicht peelen. Wir werden ein bisschen was drauf lassen, zur Sicherheit, ne? So vielleicht, weiß ich nicht. Erstmal 500 und später kann man ja noch runtergehen. Okay? Ich denke, das ist ein guter Plan. Ich poste gleich einen Plan. Moment. Ich bin doch multitaskingfähig. Ich kann Pokémon spielen und gleichzeitig im Discord rumstänkern. Ihr kennt mich doch. Ist der von einem Asset gestorben? Ich wollte ihn eigentlich fangen. Habe ich gerade Pech? Oder ist das Ding immun gegen Einschläfern? Versuchen wir noch einen Mega. So, jetzt versuchen wir erstmal. Pokéball. Nicht geklappt? Vorher noch mal. Die dissen dich? Wer disst dich? Let's all yeet Sumatan. One job failed. Ja, der Sumatan hilft mir ein bisschen im Discord beim Koordinieren von unserem Tap Titans Game. Und der Stefan sagt gerade, du hast fehlgeschlagen. Ja, warum hilft, du schaffst es nicht bei den Discord zu helfen. Discord muss am Ende doch wieder alles alleine machen. Nee, danke dir für die Hilfe. Ist echt super nett. Kann ich ein bisschen mehr andere Sachen spielen. Muss mich nicht so sehr auf Discord konzentrieren. Das Abra scheint wirklich ein bisschen selten zu sein, wa? Zur Not, wenn wir keins finden, dann holen wir einen Nebulak in Lavandia. Das ist kein Problem. Wenn man es gut machen will, macht man es halt noch immer selber. Genau. Genauso wie Thanos, ne? Thanos hat am Ende auch alles selber gemacht. Hashtag Thanos did nothing wrong. Moment. Was ist denn hier los? Limit. All 200 M, Limit T 1000 M. So. Ich gehe frühstücken, bis später. Sumatan sagst, du sollst was trinken. Geht klar.
Bis dann, Sumatan. Guten Hunger. 3 Uhr nachmittags Frühstück. Ich glaube, ich mache jetzt hier die YouTube-Aufnahme aus, weil ich hier noch ein Weilchen hin und her renne. Und das ist sinnlos für YouTube, zu gucken, wie ich 20 Minuten lang im Gras links und rechts spacke. Oder? Gehen wir noch fix zu Bill? Nee. Also YouTube, wir sehen uns in der nächsten Folge.